Schönen guten Abend. Vielen herzlichen Dank. Ich kann Ihren Applaus absolut nachvollziehen. Ich sehe wirklich fantastisch aus in diesem Smoking. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Hollywood in Vienna 2016. Schön, dass Sie da sind und wir sind direkt mit großartiger Musik eingestiegen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei einem brillanten, äußerst attraktiven und sehr talentierten Mann zu meiner Linken. Keith Lockhart, meine Damen und Herren, unser Dirigent. Und natürlich dem besten Orchester auf der Welt, dem ORF Radiosymphonieorchester Wien. Und ebenfalls ganz, ganz wichtig, weil sie geben alles, aber sie stehen nicht so präsent auf der Bühne, nämlich da hinten in der Ecke unser Chor, die neuen Wiener Stimmen. Herzlichen Dank. Wir starten direkt mit einem Thema, das die Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich umtreibt. Und zwar fliegen wir gemeinsam zu den Sternen in ferne Galaxien. Aber nach so einem Abenteuertrip freut man sich natürlich auch immer wieder, zurückzukehren auf die Erde und unseren schönen Planeten ein bisschen zu genießen. Das ist der erste Teil unseres großartigen musikalischen Abends heute hier bei Hollywood in Vienna. Und dann haben wir natürlich einen Stargast bei uns, auf den Sie sich alle sicherlich genauso freuen wie ich. Er ist einfach fantastisch, er schafft es mit seiner Musik, uns zwischen den Welten reisen zu lassen. Und wir werden den zweiten Teil ihm und seinen wunderschönen Kompositionen widmen in The Wondrous World of Alexandre Desplat. Hier ist die Main-Title-Theme von Star Trek, die Motion Picture, komponiert von Jerry Goldsmith. Viel Spaß. Thank you.
So, meine Damen und Herren, es geht direkt weiter. Ich bin jetzt hier oben, der kleine, dicke Mann, der da spricht. Ich bin extra hier oben auf den Balkon gegangen, weil ich näher am Weltall sein wollte. Weil ich jetzt einfach mal eine These aufstelle. Ich bin mir ganz sicher, dass es nur wenige Menschen hier im Saal heute Abend gibt, die glauben, wir sind ganz allein im Weltall. Aber ich habe ein großartiges Zitat aus einem Film namens Contact, das genau zu diesem Thema passt. Wenn wir die Einzigen im Universum sein sollten, wäre das eine ziemliche Platzverschwendung. Macht Sinn. Und es gibt noch eine weitere Message aus dem Film, die ich ebenfalls großartig finde. Auf unserer Suche nach allem, was die Leere erträglich macht, haben wir nur eins gefunden, und zwar einander. Und das gilt auch auf Erden, genauso wie im All. Man sollte Kontakt aufnehmen. Wir kommen jetzt zu George Clooney, Sandra Bullock. Die beiden sind alleine im Weltall und es könnte definitiv für den Zuschauer schlimmer kommen. Für die beiden ist das alles andere als schön, denn sie hatten einen schweren Unfall und kämpfen ums nackte Überleben. Ein großartiger Film von einem fantastischen Regisseur, Alfonso Cuarón, hat dafür 7 Oscars bekommen, unter anderem passend zu diesem Abend natürlich für die beste Filmmusik.
Die neuen Wiener Stimmen and Catherine Ellis. She is the original voice of the soundtrack of Gravity. Eine einzige Emotion auf unserem Planeten und sicherlich auch in fernen Galaxien, die den Unterschied macht, die keine Grenzen kennt. Es ist natürlich die Liebe. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Auch ein Jedi-Ritter muss natürlich seine Herzensdame ansprechen. Auch wenn er es vielleicht ein bisschen einfacher hat, weil er die Macht nimmt. Luke, küss mich. Wäre auch mal ein interessanter Film, den man sich da anschauen könnte. Und auch ein weiteres Beispiel, wenn man der Chef ist, der Chef der Chefs und Captain Luc Picard heißt und wirklich das fetteste und coolste Raumschiff der Galaxie fliegt, muss man trotzdem den ersten Schritt wagen. Also sozusagen den First Contact machen.
Thank you.
Es tut mir echt leid, es ist sehr unprofessionell, aber es ist mein Telefon und es ist eine unbekannte Nummer und das ist meistens meine Mutter. Ich gehe da ganz kurz einmal ran. Ich kann Sie nicht verstehen. Wir müssen ein bisschen Sie nuscheln. Sie klingen so weit weg. Ah, natürlich können Sie nach Hause telefonieren. Haben verstanden, worum es geht, ne? Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt eine großartige Musik von John Williams, E.T., The Extraterrestrial. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, gemeinsam erkunden wir jetzt die wundersame Welt von Alexandre Desplat. Ein großartiger, fantastischer
Komponist. Und wir starten direkt mit einem Meilenstein seiner Karriere. Dieser Score katapultierte ihn in die Stratosphäre der weltweiten Filmmusikkomponisten und seitdem ist er auch da oben geblieben, unser Glück. Meine Damen und Herren, gleich hören Sie Girl with a Pearl Earring, aber wir starten mit Golden Compass. Viel Spaß. Thank you.
Einfach nur wunderschön und großartig. Meine Damen und Herren, es begann alles am 23. August 1963 in Paris. Sein Vater Franzose, seine Mutter Griechin. Also wuchs der niedliche kleine Alexandre direkt zweisprachig auf und hat das getan, was man macht, wenn man so klein ist. Er lernte Instrumente spielen. Nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier. Klavier, Flöte, Trompete, alles war dabei. Seinen ersten Filmscore schrieb Alexandre dann direkt 1985 und zwar für die Komödie Kilosa. Und seine Liebe zu seiner Heimat Paris und vor allen Dingen die Arbeit an internationalen und vor allen Dingen auch amerikanischen Produktionen ließ er dann 2009 in den Film Julie und Julia einfließen. Es geht um die Gattin des amerikanischen Botschafters. Julia Child, natürlich gespielt, es gibt nur eine Frau auf dieser Welt, die alle Rollen spielt, Meryl Streep. Die geht nach Paris. Anschließend gibt es dann eine filmische Liebeserklärung an eine französische Ikone und das ist auch ganz spannend, die 1999 als einzige Person ihrer Berufsgruppe oder Sparte, das sind die Designer, auf der von der US-Zeitschrift Time veröffentlichten Liste der 100 einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts aufgeführt wurde. Hören Sie jetzt aus Julie und Julia, Julias Theme mit André Sorta am Akkordeon und anschließend dann Chez Chanel von Coco Avant Chanel.
Meine Damen und Herren, dass sich Alexandre Desplat eigentlich in jedem Land, in jeder Zeit, in jeder Epoche wohlfühlt, das zeigen auch die nächsten Werke, die Sie jetzt gleich hören werden. Wir verlassen Frankreich und gehen gemeinsam auf die Insel, genauer gesagt nach England. Und da gibt es eine sehr, sehr tragische und auch traurige Geschichte zu erzählen. Es geht um einen unfassbar genialen Mann, seine wahre Geschichte, der schafft, vor dem Zweiten Weltkrieg eine Maschine zu bauen, die die Codes der Deutschen entschlüsselt. Aber weil er homosexuell ist, wird er ausgegrenzt, auf Drogen gesetzt und stirbt alleine, frustriert und heartbroken. Meine Damen und Herren, es geht um Imitation Game mit einem großartigen Hauptdarsteller namens Benedict Cumberbatch. Hier kommt das Thema dieses Films. Und jetzt kommen wir zu einem Monster. Es geht natürlich um Godzilla. Und der erwachte 2014 erneut zum Leben und verteidigte die Menschheit und die Stadt San Francisco gegen andere Mutos, sogenannte Monster. Angeblich wird es einen epischen, filmischen Endkampf geben zwischen King Kong und Godzilla im Jahre 2020, vielleicht mit der Musik von Alexandre Desplat. You never know. Let's wait and see.
Unsere große musikalische Weltreise geht weiter, und zwar geht es jetzt für uns nach Asien und einem Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. Er entführt uns in die Welt, Anfang des Zweiten Weltkrieges, nach China, genauer gesagt nach Shanghai. Es ist ein erotischer Thriller. Die Handlung ist relativ schnell erklärt. Es geht um einen chinesischen Geschäftsmann, der sein Land an die Japaner verraten will. Eine Gruppe von Studenten versucht das mit vollem Einsatz zu verhindern, und eine Studentin macht das dann eben mit vollem Körpereinsatz. Lassen Sie sich jetzt verzaubern von den Klängen von Last Caution und der Wong Chia Chia's Theme mit František Janoška am Klavier. Und wir haben eine weitere Weltpremiere für Sie in petto. Sowas hat es bei Hollywood in Vienna noch nie gegeben, denn gleich werden wir Balletttänzer sehen. Es sind Alice Firenze und Roman Lasik, beide erste Solotänzer an der Wiener Staatsoper. Meine Damen und Herren, wir machen direkt weiter mit unserer Reise durch die musikalischen Werke von Alexandre Desplat. Und es hagelt weiter Weltpremieren, und zwar mit dem Film Argo. Wir folgen den Darstellern dieses Films nach Teheran. Dort wird die amerikanische Botschaft besetzt, und um die 52 Geiseln zu befreien, wird die fiktionale Produktion eines Filmes namens Argo arrangiert. Und den echten Film Argo, den hat ein sehr, sehr guter Freund von Alexandre Desplat produziert. Vielleicht haben Sie seinen Namen schon mal gehört. George Clooney. Regie bei diesem Werk führt Ben Affleck. 2013 wurde Argo dann auch in 7 Kategorien für den Oscar nominiert und gewann die Preise für den besten Film, also die Königskategorie, das beste adaptierte Drehbuch und den besten Schnitt.
Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur Musik dieses tollen Films. Vorgetragen von Metin Meto, Derya Türkan und Freunden. By the way, our Kemençe player, Derya Türkan, who also played the instrument on the original soundtrack, especially flew in from Istanbul to be with us tonight. Enjoy Argo.
Das nächste Werk, das wir gleich hören werden, stammt von einem Film, der so skurril, farbenfroh und bunt ist, dass ich meine Augen von der Leinwand gar nicht lösen konnte, weil ich wollte, dass es weitergeht. Wes Anderson hat ihn gemacht und der ist definitiv kein gewöhnlicher Filmemacher und das weiß Alexandre Desplat bestimmt noch besser, denn er hat 3 mit ihm zusammen komponiert. Die Zusammenarbeit der beiden war sehr fruchtbar, denn dafür hat unser heutiger Stargast einen Grammy und einen Oscar bekommen. Congratulations once again, Alexandre Desplat. Der Film Grand Budapest Hotel entführt uns in die fiktive Welt von Dubrovka und eine atemberaubende Geschichte, die in 4 unterschiedlichen Zeitebenen erzählt wird. Meine Damen und Herren, und jetzt hören wir natürlich Musik aus Grand Budapest Hotel. Und dafür haben wir etwas ganz Besonderes. Und zwar kommen unsere Musiker und Sänger extra aus Russland, um Alexandre Desplat heute Abend zu feiern. Das Trio Grotesque und der Chor der Bolschoi-Donkosaken sowie das Wiener Mandolinenquartett Allegro. Das Ganze startet aber gleich mit den Original-Jodlern des Films, die extra aus der Schweiz hierher gekommen sind, um heute mit dabei zu sein. Und sie haben wir extra hier oben gleich neben mir platziert, damit sie sich nicht zu einsam fühlen und das Gefühl haben, sie sind in den Bergen. Meine Damen und Herren, The Grand Budapest Hotel. Yeah.
Da kam ja richtig Partystimmung hier im Saal auf. Großartig. Das, was der Mann da auf der Treppe gemacht hat, habe ich ihm alles beigebracht, gestern Abend noch. Meine Damen und Herren, wir bleiben weiterhin fantastisch und genial. Und jetzt geht es nach Hogwarts, und zwar Harry Potters Zauberschule. Es geht um den letzten Kampf, um sein Leben und um das Schloss in die Heiligtümer des Todes. Nur mal so für Sie zwischendurch. Diese 8 Filme haben weltweit 7,8 Milliarden Dollar eingespielt. Also so viel, wie Donald Trump behauptet, er hätte das auf seinem Konto. Eine sehr erfolgreiche Filmreihe, die es auf jeden Fall in Zukunft noch weiterhin geben wird. Wir beenden unsere musikalische Reise durch die wundersame Welt von Alexandre Desplat mit dem ersten Animationsfilm seiner Karriere, für den er die Musik geschrieben hat. Hier geht es um North, den Weihnachtsmann, den Osterhasen Bunny, Jack Frost, Tooth, die Zahnfee und den Sandmann namens Sandy. Sie sind die Hüter des Lichts und ihre Aufgabe ist es, die Hoffnungen, Träume und vor allen Dingen Erinnerungen und den Glauben der Kinder zu bewahren. Thank you.
overlook the darkness and drive the dream tonight. Now so long ago, your world bright. So take your breath and count to ten. Ladies and gentlemen, what an amazing journey it has been through the wondrous world of Alexandre Desplat. And now it's my pleasure to welcome Sandra Tomek on stage, who has, together with her team, done once again an amazing job to put all this together. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Sandra Tomek! Guten Abend, good evening. Dear Alexandre, I hope you liked our little show. It was a pleasure to celebrate you. You conjure musically an emotional depth that reaches beyond the screen and draws the audience into the heart of the film, making the experience of the film richer, deeper, and fashioning, ultimately no less a part of who we are. The mark you have left on film music is undeniable and enduring. Thank you. Thank you from all of us for all the joy and immeasurable satisfaction your work has given to us. And now I may ask on stage for our award ceremony Mrs. Ambassador Alexa Wesner and the representative of the City of Vienna, Norbert Kettner. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste.
ist es immer für mich wirklich immer ein Highlight, hier zu sein. The amazing work of this year's laureate, the magical Alexandre Desplat, is as powerful as it is diverse. Mr. Desplat's compositions are the secret ingredient that establish nothing less than the immediate heartbeat of each film. My heartfelt congratulations to you, sir, for this very well-deserved award. It is an honor to be celebrating you here tonight. Vielen Dank. We are so proud of this little film music family we have in Vienna. It's not so big, but it's very powerful, I can tell you. And we as a city of Vienna, we are very proud to have you in our city. On behalf of the city of Vienna, I'm delighted to announce that the 2016 Max Steiner Film Music Achievement Award goes to Alexandre Desplat. Please join us on stage. Thank you. Vielen Dank. Ich bin sehr stolz, in Vienna diesen Abend zu sein. I knew the work of Max Steiner very well, and of course of Waxman, Alex North, Newman, Herman, and all the great composers of the era. So, thank you, Max Steiner. Thank you, Vienna. It's been an incredible moment with Solvay to be able to go to the Leopold, to the Secession, to Albertina and Belvedere, and see the masterpieces that we knew from books but have never seen live, the Dürer at the Albertina. Of course, being here on this podium with Keith, but after many other incredible composers or conductors like Anton Bruckner and Gustav Mahler, is something hard to believe. I wish I could have written Mahler second. I wasn't free at the time, I was busy doing a film score. I wish I could come back next year and have another award. But I don't think it's negotiable. The most important thing, I think, for a composer is when he's, at least for me, is, as you said, is when I get on the podium and lift my arms and hear the music that I've written for the first time and it blasts towards me. That's something which is intangible, I can't explain. It's an experience which is unique, and this orchestra is amazing, and I want to thank them all, because being a musician is certainly one of the most difficult thing that someone can do. Being a dancer is not bad either, and I'd like also to congratulate them, actually. So thank you, wonderful orchestra. Thank you very much. Thank you.
Meine Damen und Herren, der großartige Alexandre Desplat. Congratulations one more time for the award. Meine Damen und Herren, eigentlich kann man das gar nicht mehr toppen, aber wir haben natürlich noch ein kleines Schmankerl für Sie. Und zwar gibt es wie immer bei Hollywood in Vienna noch eine letzte Zugabe. Aus einem Film, der ist fast 80 Jahre alt. Es ist also fast 80 Jahre her, dass Vivien Leigh in den Armen von Clark Gable schmachtete. Diesen Film hat Keith Lockhart damals bei der Premiere im Kino gesehen. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Gone with the Wind.